ich begrüße jetzt den Chefredakteur der Zeit. Er steht schon an der Bühne, Giovanni De Lorenzo. Komm auf die Bühne. Viel Spaß. Vielen, vielen Dank, Igor. Ich glaube, wenigstens im Nachhinein verdient dieses wunderbare Stück eine Ansage, was das war. Ich muss aber jetzt hoffentlich mich, muss in meinem Gedächtnis herumkramen, hoffentlich irre ich mich nicht. Ich glaube, das war der zweite Satz aus der Sonate Pathétique von Beethoven, Adagio Cantabile. Eine bessere Info kriegt ihr nicht. Es war, und ich glaube, man merkt auch warum. Du bist einer der ganz wenigen Menschen, die es schaffen, junge Menschen in den Konzertsaal zu kriegen. Und auch für klassische Musik zu begeistern. Und das ist wirklich ein Verdienst, das man nicht hoch genug und oft genug loben kann. Danke für diesen Auftritt. Und danke, dass du heute hier bist. Igor, du hast mal gesagt, du könntest eher auf das Klavierspielen verzichten, als dich politisch zu äußern. War das dein Ernst? Ich wusste, dass wir hier heute Abend, also erstmal guten Abend. Ich wusste, dass wir hier ja heute Abend sprechen werden. Ich habe gerade beim Auftreten auf die Bühne einen spontanen Entschluss gefasst und ich weiß, wir haben nur 10 Minuten Zeit. Ich muss es aber tun, bevor ich auf deine Frage... Deshalb habe ich die Uhr. Ich habe es schon verstanden. Ja. Bevor ich diese Frage beantworte, und ich werde es gleich tun, die Antwort wird sehr kurz ausfallen, muss ich gegen das Protokoll verstoßen. Es tut mir leid, lieber Giovanni. Ich mache es auf Englisch, ich muss es einfach mal sagen. Dear Sanna Marin, first of all, congratulations. And I really need to say this, the country you represent means the greatest deal to me, because there's the simple fact that not only have I been there very often, the most important teacher I ever had, who is a very dear friend now, Matti Raikalio, is Finnish. I don't know, I spent countless times visiting him in Helsinki, where he lives. He was in New York, he was in Hanover. And without him and without, you know, his heritage, his history, who he is, everything abroad, I wouldn't be here. So I just wanted to say this, because it really means a great deal to me. And beyond the honor to share this space with you tonight, it's the greatest joy to be here with you, and I just wanted to say this out loud. So, I deeply, deeply love your country. Now jetzt deine Antwort. Die Antwort ist ja. Ich will nicht stören. Weil nein. Nein, die Antwort ist ja, und es ist, die Begründung ist sehr simpel. Ich kann, da mag es andere geben, ich kann nicht so tun, ich konnte nie so tun und so leben, als sei mir meine Welt und mein Alltag egal. Der Alltag, was man so klar, despektierlich mal sagt, das ist die größte Inspiration in meinem Leben, das ist auch das Allerwichtigste in meinem Leben. Und wenn ich könnte nicht arbeiten, wenn ich zum Beispiel wüsste, meine Familie, meine Freunde, meine Mitmenschen sind in Gefahr. Das ginge nicht. Wenn ich wüsste, mein Land, mein Zuhause befindet sich im Krieg, wie soll ich da arbeiten? Ich könnte das nicht. Und auf Basis dessen habe ich das schon mal gesagt, ich glaube sogar auf dieser Bühne habe ich das gesagt, im Gespräch mit Wolfgang Schäuble, und ich würde das nochmal wiederholen. Ich würde lieber, hoffentlich nur eine Zeit lang, den Beruf pausieren, als mein genuines, aktives Interesse und Handeln für meine Umwelt und meine Welt. Ja, absolut. Absolut. Es wäre aber sehr schade, wenn die Pause lange wäre. Na, deswegen sollten wir auch die Demokratie nicht ziehen lassen. Dann lass mich ich fände es auch schade, mein Klavierspiel zu pausieren, ja, für mein eigenes Wohl. Das Motto dieses Preises ist ja Living Democracy, also das kann man übersetzen mit gelebter Demokratie. Uns verbindet eins, wir sind beide nicht in diesem Land geboren, aber haben es lieb gewonnen, ich würde für mich sogar sagen, sehr lieb gewonnen.
Wenn du im Moment auf dieses Land schaust, in welchem Zustand ist nach deinem Eindruck unsere Demokratie? In einem real existierenden, in einem lebendigen und in einem gefährdeten. Gefährdeten von verschiedenen Seiten, gefährdet von Erstarken von Populismus, gefährdet von Erstarken von Faschisten in Parlamenten, gefährdet aber auch von einer, ja, erstarkenden, in meinen Augen, gewissen Akzeptanz und Hinnahme seitens der Zivilgesellschaft für immer wieder gebrochene und immer wieder überschrittene rote Linien. Ich meine, mich würde wirklich mal interessieren, wir sind natürlich hier nicht in dieser heißen Situation, aber mich würde mal wissenschaftlich nach Zahlen interessieren, was würde es eigentlich bedeuten, wenn man die Zahl derer, die in Israel jeden Tag, jede Woche auf der Straße stehen, mal übersetzen würde hierher, mal übersetzen würde auf gewisse europäische Länder, wo einfach Ungarn, Polen, wenn man übersetzen würde diese Zahlen, was hieße das? 600.000 Demonstranten bei 8 Millionen Einwohnern. Was hieße das hier? Und ja, ich meine, ich sehe sie als gefährdet und ich wiederhole es nochmal, gefährdet von verschiedenen Seiten, politisch, medial und ja auch gesellschaftlich. Helmut Schmidt, der Namensstifter dieses Preises, der hat ganz stark gesetzt auf repräsentative Demokratie, also auf Parteien und Parlament. Hätte er damit heute noch recht? Braucht es neue Instrumente, andere? Es braucht wie immer offenen gemeinsamen Diskurs darüber, welche offenen Instrumente es braucht. Aber Respekt und, ich sag mal, die tägliche Ölung und den täglichen auch guten Umgang mit dieser parlamentarischen Demokratie braucht es aber trotzdem. Ich glaube sehr, sehr stark an sie. Und sie wird von außen, sie wird mir einfach zu häufig von außen und mittlerweile seit einigen Jahren von innen in einer Art und Weise, in einer Despektierlichkeit, in einem, mit einer Schamlosigkeit behandelt, dass mir teils wirklich die Worte fehlen. Und dass mein Aktionskreis ist, das meine ich nicht ironisch, relativ klein, aber auch in diesem kleinen Kreis lasse ich das, versuche ich das zu keiner Sekunde zuzulassen und zu tolerieren. Was, vielleicht wird der eine oder andere jetzt sich fragen, wen oder was meinst du genau in diesem, wenn du Sorge äußerst, dass diese Gesellschaft, dass diese Gesellschaftsform delegitimiert wird? Hast du da Social Media im Auge? Ich muss nicht über Social Media anfangen zu reden. Doch, weil du hast bei das Twittern aufgehört. Ja, aber ich will trotzdem nicht drüber reden. Weil ich habe damit aufgehört, das hatte sehr viele Gründe, aber ich will mal wirklich im Alltäglichen bleiben. Ich will zwei Beispiele geben. Zum einen, es wird mir sehr, sehr häufig, es wird ja sehr häufig über fehlenden Integrationswillen bei Menschen gesprochen. Also ich würde mich freuen, wenn wir mal darüber diskutieren, wie wir Bernd Höcke wieder in dieses Land rein integriert kriegen. Ich würde mich darüber freuen, dass man einfach sich klar macht, was das eigentlich bedeutet, dass wir kurz davor stehen, dass eine faschistoide Partei einfach eine theoretisch in mehreren Ländern eine Landesregierung anführen kann. Und ich meine, das sind heute mal ein paar Artikel vielleicht. Wo ist da die Dringlichkeit, wo sind die Menschen auf der Straße? Ich frage mich das wirklich. Und ich glaube ganz fest daran, ich lebe in diesem Land seit 27 Jahren, 28 fast,
wir haben uns alle, diese Gesellschaft hat sich geeinigt auf Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ein jeder, der diesen Artikel mit Füßen tritt, bewegt sich außerhalb der demokratischen Norm. Und als solchen möchte ich diesen Menschen dann auch behandeln dürfen. Und was das angeht, ist es mir hier in diesem Land gerade wirklich zu leise. Wir haben, du hast es vorhin schon gesagt, nur wenig Zeit. Kommt denn für dich die Verrohung des Diskurses nur von rechts? Ich wusste, dass das kommt. Na, selbstverständlich nicht. Aber wir können strukturell, machtpolitisch, organisationstechnisch, können wir diese beiden Seiten wirklich nicht miteinander vergleichen. Also ich habe nicht so viele Artikel über staatszersetzenden... Ich habe wirklich nicht so viele Artikel über den Versuch der Staatszersetzung von Linksextremisten bei der Polizei und der Bundeswehr gelesen. Prove me wrong, ich habe es nicht gelesen. Also wir können, das sind für mich Vergleiche, die können auf einer bestimmten Ebene stattfinden, ja, ohne jede Frage, und Social Media wäre zum Beispiel so eine Ebene, aber doch nicht im wirklich realen Leben, wo es darauf ankommt, dass diese Demokratie in ihrem Kern gefährdet ist. Und deswegen muss ich da ganz deutlich sagen, da gibt es für mich überhaupt nichts zu vergleichen. Nein. Letzte Frage. Auch das verbindet uns. Wir sind beide in Hannover, entscheidende Jahre unseres Lebens, aufgewachsen. Hannover prägt einen fürs Leben. Kurt Schwitters, der Künstler, hat mal gesagt, was brauche ich, also sinngemäß, was brauche ich New York, wenn ich doch Hannover kenne? Mit diesem Motto sind wir ganz gut gefahren. Ganz gut gefahren. Du hast also russische Wurzeln. Und was empfindest du, wie geht es dir, wenn du jetzt siehst, dass russische Künstler unter Druck geraten, wenn sie sich nicht eindeutig von Putin distanzieren? Ich versuch's kurz. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ich bin auch in dieser Frage mittlerweile noch viel mehr als früher ein Freund der Differenzierung. Es gibt eine Reihe von russischen Künstlerinnen und Künstlern, die sind im ersten Beruf Künstler und im zweiten ernsten Beruf Propagandisten eines Systems. Und das seit Jahren und Jahrzehnten. Wir haben das alle gewusst. Wir haben das alle gewusst und keiner hat Fragen gestellt. Bis man sich darauf geeinigt hat, dass im Februar 2022 ein Krieg losgegangen ist, der aber eigentlich schon 2014 losgegangen ist. Also gewusst haben es alle. Es hat keiner was gesagt. Diese Akteure werden jetzt, und wie ich finde, vollkommen zu Recht, sehr kritisch begutachtet und hinterfragt. Und ja, auch dieses demokratischen Hauses verwiesen. Und das finde ich auch richtig. Gleichzeitig muss ich sagen, und ich komme nun, sagen wir mal, aus dieser Musikwelt, natürlich hat es hier und da Auswüchse gegeben. Ich habe einen russischen Künstler bei mir, einen Jungen, Anfang 20, bei mir zu Hause aufgenommen zu Beginn des Krieges, weil der nicht mehr nach Hause konnte. Der wird auch die nächsten 10 Jahre seine Familie nicht mehr sehen. So, mindestens. Und der hat bei mir gelebt. Natürlich hat es mal Auswüchse gegeben und jemand ist mal durchgedreht und gesagt, Mensch, dich wollen wir nicht, weil du kommst aus dem falschen Land. Aber das waren und das sind Einzelfälle. Und wir sollten uns davor hüten, denjenigen in die Hände zu spielen, die diese Einzelfälle benutzen, um zu sagen, der Westen killt uns hier gerade. Denn das tun wir nicht. Es werden russische Künstler nicht unter Druck gesetzt. Es werden keine russischen Programme von den Bühnen verbannt. Es werden nur diejenigen, die Propaganda, die einfach Propagandisten sind, müssen endlich mal Konsequenzen für ihr Handeln tragen. Und das finde ich richtig so. Igor, schade, dass unsere 10 Minuten vorbei sind. Vielen, vielen Dank.